In diesem Video geht es um die Aktienrente. Und zwar soll nächstes Jahr 2023 die Aktienrente in Deutschland im Rahmen der ersten Altersvorsorgeschicht eingeführt werden. Und ich möchte dir erklären, was die Aktienrente ist und was du davon halten darfst. Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 13 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Und jeden Tag kommen Dutzende Menschen auf uns zu, immer mit der Frage, was mache ich mit meinem Geld? Wie lege ich es an? Wie schaffe ich es, eine vernünftige Altersvorsorge aufzubauen? Und wie schaffe ich es, über die Jahre hinweg ein Vermögen aufzubauen? Und deshalb ist in letzter Zeit natürlich häufig auch mal die Frage gekommen, wie es eigentlich aussieht mit der Aktienrente, die jetzt in Deutschland eingeführt werden soll. Unser deutsches Rentensystem hat bekanntlicherweise seit vielen Jahren Probleme. Das umlagefinanzierte System sorgt ja dafür, dass alle arbeitenden Menschen in die gesetzliche Rente einzahlen und damit die heutigen Rentner finanzieren. Es findet keine tatsächliche Ansparung statt, das Geld wird nicht angelegt und am Ende ist es so, dass wir im Grunde genommen nur darauf hoffen können, dass wenn wir mal in Rente gehen, dass es genug junge Menschen gibt, die dann noch in das Rentensystem einzahlen, die dann quasi unsere Rente finanzieren. Wir haben keine wirklichen Garantien. Wir können im Grunde genommen nur darauf vertrauen, dass die Bundesregierung hier dafür Lösungen schafft, dass wir dann am Ende genug Rente bekommen. Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass unser Rentensystem immer mehr Probleme machte. Gründe dafür sind halt, dass die Gesellschaft grundsätzlich immer älter wird, es also immer mehr Rentner gibt und auf der anderen Seite Geburtenraten zurückgehen und immer weniger Menschen in die gesetzliche Rente einzahlen. Das Problem wird über die Jahre und Jahrzehnte immer größer. Das weiß die Politik und es hat jetzt sehr lange gedauert, bis es jetzt endlich soweit ist, sodass es jetzt neben dem gesetzlichen Rentensystem, so wie wir es kennen, das umlagefinanzierte System, eine weitere Säule, einen weiteren Bereich und zwar die Aktienrente geben soll. Der Sinn und Zweck hierbei ist, dass eben nicht umlagefinanziert, sondern tatsächlich am Kapitalmarkt angelegt werden soll. Bedeutet, zukünftig sollen Teile der gesetzlichen Rentenbeiträge eben nicht für die Umlagefinanzierung vollständig verwendet werden, sondern Teile sollen in den Aktienmarkt investiert werden, damit hier langfristig von den Renditen des Aktienmarkts profitiert werden können. Grundsätzlich ist das eine extrem gute Idee und ein sehr, sehr guter Gedanke, der hier verfolgt wird und den die Bundesregierung sich hier überlegt, der jetzt umgesetzt werden soll. Allerdings gibt es einiges dabei zu beachten und einen ganz, ganz wichtigen Warnhinweis, den ich dir gleich gerne mitgeben möchte. Christian Lindner ist so derjenige, der das Ganze am meisten voranbringt. Als Finanzminister von der FDP beschäftigt er sich schon seit längerem damit und hat diese Idee im Grunde genommen bekannt gemacht und hat sich dabei an dem norwegischen Rentensystem orientiert, wo im Norden bereits mehrere Länder, ob es Schweden oder Norwegen ist zum Beispiel, sich schon länger mit einem solchen System beschäftigen bzw. das eingeführt haben. In den letzten Wochen ist bekannt geworden, dass die Bundesregierung hier ab dem nächsten Jahr 10 Milliarden Euro bereithält, die sie gerne über eine gewisse Zeit gestreckt, breit gestreut in den Aktienmarkt investieren möchte. Es soll hier wohl ein unabhängiges Institut geben, was sich darum kümmert, das Geld gewissenhaft anzulegen. Weil am Ende sind es ja Gelder, die dem Steuerzahler gehören bzw. den Arbeitnehmern, die in dieses System, dieses Rentensystem einzahlen. Wichtig ist allerdings hierbei zu beachten, dass auch bekannt gegeben worden ist, dass es sehr lange dauern wird, bis man am Ende wirklich in der Rente etwas von dieser neuen Aktienrente spürt. Die Effekte, dass hier tatsächlich am Ende Auszahlungen stattfinden, das wird sich noch viele Jahre bis hin zu Jahrzehnten hinziehen. Dementsprechend, und das ist mein ganz wichtiger Warnhinweis, solltest du, nachdem du jetzt hörst, dass hier eine Aktienrente installiert wird, nicht den Fehler machen, dich darauf zu sehr zu verlassen. Du solltest nach wie vor, und das sagt auch Christian Lindner, dir ganz klar sein darüber, dass du privat zusätzlich Altersvorsorge betreiben musst. Der Effekt, dass hier aus der Aktienrente tatsächlich irgendwann die gesetzliche Rentenlücke ein Stückchen geschlossen wird, wird sich erst in vielen, vielen, vielen Jahren wirklich bemerkbar machen. Deswegen wird es eine große Gruppe an Menschen geben, die in den nächsten Jahren in Rente geht, die von dieser neuen Aktienrente überhaupt nicht profitieren. Und selbst wenn du irgendwann, wenn du jetzt beispielsweise Mitte 30 bist, in 30 Jahren in Rente gehst, darfst du dich nicht darauf verlassen und das solltest du auch nicht, dass du dann durch die Aktienrente ein auskömmliches Einkommen hast. Christian Lindner selbst sagt, du musst unbedingt privat zusätzlich was für die Altersvorsorge tun und auch da will er noch einige Unterstützung schaffen. Dementsprechend ist das ein sehr guter Gedanke, eine gute Idee und es ist toll, dass es in die Praxis umgesetzt wird, aber es ist einfach ein Effekt, der wahrscheinlich für die nächste oder übernächste Generation erst wirklich spürbar zum Tragen kommt.
Dementsprechend mach nicht den Fehler und verlasse dich zu sehr auf den Staat. Diese Empfehlung gilt eigentlich grundsätzlich. Nimm gewisse Dinge selbst in die Hand, beziehungsweise kümmere dich darum, dass du dir Menschen suchst aus deinem Umfeld oder eben Berater, wie wir es zum Beispiel sind, Honorar-Finanzanlagenberater, die dir professionell dabei helfen, deinen Vermögensaufbau auf privater Ebene voranzubringen, damit du dich einfach unabhängiger machst und freier bist. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen Vermögensaufbau startest, beziehungsweise wie du vielleicht deine vorhandenen Sachen genau bewerten solltest, dann können wir dir helfen. Wir können dir viel Zeit, Lebenszeit und Energie sparen, weil wir das Ganze seit vielen, vielen Jahren tun und jeden Tag, wie gesagt, Menschen sich bei uns melden mit der Frage, wie kann ich mein Geld besser anlegen oder wie kann ich meinen Vermögensaufbau schneller beschleunigen. Dementsprechend, wenn du möchtest, dass wir dir mal helfen, dir mal unabhängig und ganz neutral Feedback geben zu deinen bisherigen Finanzentscheidungen, dann geh doch mal auf www.tappeconsulting.de, informier dich ein bisschen über uns und dann buch doch einfach mal einen kostenlosen ersten Termin, in dem wir über deine Verträge, über deine Anlagen gucken und mit dir besprechen, wie du dich unabhängig von der Aktienrente privat ordentlich finanziell aufstellst und auch auf privater Ebene ein kleines Vermögen aufbaust. Also, ich freue mich auf dich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen. Bis bald, dein David.